Collar, das ist schon mal sehr nice. Okay. Seht ihr das? Ich darf mich nicht bewegen. Ich darf mich nicht bewegen. Okay, nass. Hermit, Sun. Da ist der Boss. Okay, was haben wir denn hier? Nice. Dann gehen wir zum Boss, würde ich sagen. Zum Pipa-Boss. Boah, den sollten wir eigentlich auch schaffen. Ich frage mich immer noch, das ärgert mich immer noch mit dem Diplopia-Item, ne? Ich habe echt keine Ahnung. Das nervt mich noch immer. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich das Item gerade benutzt habe. Weil die Gegner sind echt hart. Dieses Toxic Shock Item, das mag ich auch immer noch sehr. Question Marks? Alter. Kannst du dich raffen? Danke. So, warte mal, ich will noch zwei Räume. Obwohl, ne, ich schaff den auch so. Ich schaff den auch ohne mein Spacebar-Item. Oder? Ja. Ich schaff den auch so. Komm schon. Get fucked, du Snitch. Und reckt. Sehr gut. Would you like to do a victory lap? What? Yes. Hä? What? Was ist das denn jetzt? Was heißt das? Was bringt das? Was? Was zum Teufel heißt das jetzt? Hä? Ist das jetzt einfach nochmal neu durchspielen mit denselben Items? Hä? Wie bitte? Das ist ja mega komisch. Hä, kann man da auch trotzdem Sachen freischalten? Das wäre ja voll OP. Das wäre ja maximal broken. Aber wir können ja jetzt hier einfach durchrennen. Vor allem, weil wir den... Hä? Das ist ja voll broken. Wir müssen mal da unten nochmal hin. Hä? Das ist ja maximal broken. Mega lustig, okay. Gut, das ist irgendwie merkwürdig, aber irgendwie auch lustig. Okay, ab zum Boss. Das ist anscheinend eine Neuerung. Ich kenn's noch nicht, aber ja.
Aber ja. Aber ja, aber ja. Ja gut. Ja. Hä? Das ist doch voll easy jetzt, oder nicht? Aber man kann damit ja keinen Boss Rush machen, oder? Das wäre ja komplett Bruch. Wenn man damit jetzt einen Boss Rush machen könnte, das wäre ja komplett Bruch. Oder? Jetzt mal ehrlich, Leute. Das wäre ja komplett broken. Broken. Gebrochen. Gebrochenes Spiel. Das wäre ziemlich gebrochen. Mama mega. Okay, alles klar. Ja. Okay. Wo ist der Boss? Unten? What the fuck? Okay. What the fuck? What the fuck? Hallo? Kann mir das jemand erklären, bitte? Was zum Teufel passiert hier? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, Leute. Aber wir versuchen mal Boss Rush zu machen. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Wird auf jeden Fall die längste Runde Isaac ever. Warte mal. War das jetzt nur einmal? Also war das nur für eine Ebene? Kann das sein? Kann das sein, dass das nur für eine Ebene war? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan, was das jetzt hier gerade war. Adrenalin, Panic Power. Warum ist das denn? Ich kenne die noch gar nicht. So eine neue Spritze. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre die weiße. Oh Mann, Leute. Das ist alles ein bisschen merkwürdig gerade, oder? Also anscheinend kann man mehrmals hintereinander durchspielen, aber was bringt das denn? Bringt das irgendwas? Ach, guck mal, man kriegt jetzt trotzdem ein ganzes Herzschaden. Okay. Okay, okay. Okay, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Telepilots. Aber ich frage mich immer noch, warum mein Item zweimal benutzt wird direkt. Das raff ich nicht. X-Lags. Okay. Alter, wie schnell die sterben einfach. Damage, Range Up. Okay. Joa, wir sind gleich schon bei Mami. Curse of the Blind. Ehrlich gesagt, ist das immer schwierig. Bei Curse of the Blind irgendwas mitzunehmen, ist echt ziemlich Schockkrebs, wenn ich mich nicht irre. Hä, aber ich meine, es ist doch eigentlich jetzt super easy, oder? Ich meine, wenn es vorher schon
Das Ding ist ja, wenn es mit einem normalen Run schon klappt, dann klappt es ja sowieso auch mit einem noch zweiteren, also mit einem weiteren Run, oder? Weil ich meine, ja, warum auch nicht? Was? Wo hat mich denn jetzt... Oh, die Fackel. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, ich muss mich mal ein bisschen raffen. Ich darf das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Das Ding ist halt, Hush ist immer noch schwierig, ne? Weil wir kein Orbital haben. Also wir haben einen, aber das ist ja nicht wirklich viel. Kann man eigentlich noch einen größeren machen? Oh ja. Ich finde dieses Item an sich eigentlich ganz lustig. Die Idee dahinter ist cool, aber irgendwie ist das Item leider Müll. Oh, come on, ey. Du Stück Scheiße. Stück Scheiße vom Gegner. Nee. Hau mal rein. Das will ich auch nicht wegwürfeln. Weil das ist ein Spacebar-Item. Den würfel ich dann in mich rein. Und wenn ich irgendwas gut finde aktuell, dann sind es unsere Stats. Humbling Bubble. Little Baggy. Amnesia. Na geilo. Das ist ja sweet, Alter. Schöne Amnesia-Pille geschluckt. Zum Glück ist hier der Boss. Alter, wie schnell der verreckt, Mann. Alter, ist das dumm. Little Gish. Ja, kannst vergessen. Nimm ich nicht mit. Nee, nee. Leute, alles klar. Wir sind jetzt bei Mami, ne? Jetzt schon. Nach 7 Minuten. Kann man echt den Boss Rush... Also, wenn man den Boss Rush Achievement dafür bekommt, dann wäre das ja übel wacky. Oder? Ist mal ehrlich, Leute. Also, es wäre doch eigentlich echt dumm. Damit. Müll. Müll, Müll, Müll. Den Shop würde ich eigentlich schon gerne noch mitnehmen. Weil der Shop hat immer noch ein paar Items für Laui, ne? Für Laui, Laui. So, warte. Hä, Alter? Und du kannst dich langsam entscheiden. Shop? Na, wo bist du, Shop? Wo bist du? Wo turnst du rum, Shop? Hier oben? Nee. Also doch links. Super. Ist der echt gerade da reingelaufen? Oh Mann, ey. Die Viecher sind auch nicht gerade helle, ne? Mehr Energy stored. Geht das überhaupt? Ist überhaupt machbar? Merkwürdig. Gut. Alles klar. Dann heißt es jetzt ab zum Boss. Wenn er mich auch mal zum Boss lässt irgendwann. Müssen wir mal gucken. Ich habe nicht gerade volles Leben. Und ich habe vor allen Dingen auch keine HP-Upgrades. Man kann den Boss Rush machen. Nehmen wir das Polaroid noch mit.
Lol, den kann ich gar nicht. Sterben die denn bitte? Lol, instant tot, Alter. Alles klar. Ja, Dreck, wohl. Die Frage ist halt, wie viel Damage macht dieser Begleiter? Easiest game of my life, Alter. Ach, das war's schon. Na dann. Super. Das war ja easy. Aber wir haben kein Achievement bekommen. Das heißt, es ist quasi für die Katz. Richtig? Ja. Es ist für die Katz. Das heißt, wir rennen auf jeden Fall nochmal so durch. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll. Aber ja. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll, Leute. Wow, echt jetzt? Ich glaube, mehr Glück kann man nicht haben. Da gucken wir gleich mal. Ja. Okay, was ist das hier? Polydactyly. Was ist denn Polydactyly? Ach so, zwei Runenkarten und sowas zu carry. Na gut. Ja, wir gehen weiter. Ja, cool, dass wir direkt in die nächste Ebene gekommen sind, ne? Die Telepille war auf jeden Fall Wurf. Gut, dann gehen wir jetzt zum Boss. Ich habe echt keine Ahnung, was das bringt, ey. Ich habe keine Ahnung, was das hier bringt für eine Scheiße. Aber anscheinend ist das gut. Ein Dagger. Na, guck mal, da ist nochmal. Ist der Boss. Ich begreife das nicht. Was ist das, einfach nur just for the funs oder was? Wenn die Bosse wenigstens schwieriger wären. Was wollte ich meinen? So, wir gehen jetzt mal in die Kathedrale. Wenn die Bosse wenigstens schwieriger wären, dann könnte ich das noch verstehen. Aber so? Merkwürdig. Dieses Gekotze, ne? Von dem komischen Monstro-Typ da. Genau der gleiche Raum. Alter. Vor allen Dingen ist es ja nicht mal irgendwie challenging. So, diese Victory Labs sind eher schwul, oder? Oh, ein dritter Steam Cell. Kriegen wir jetzt alles für noch mehr als umsonst? Oh, geil. Alles klar, Hematemesis. Na Mensch. Das klappt ja richtig super. Ich glaube, das ist echt einfach nur just for the fun. Alter, solche Räume sind ja echt mega OP.
Toll. Der gibt mir leider kein Teil für meinen Schlüssel. Sonst hätte ich Mega-Satan mal klatschen können. So, wo ist denn jetzt mal hier der Boss? Leute, könnt ihr mir das erklären? Wo der Boss ist? Da. Alter, der kommt nur einmal in seine komische Phase rein da. Heilige Scheiße, Alter. Oh Mann, ey. Oh yeah. Gut. Alles klar. Hätten wir das geklärt. Schrottige Schrott-Items sind Schrott. So, ich habe das noch nicht ganz begriffen, was das jetzt hier soll. Vielleicht kriegen wir ja gleich mal einen Hinweis. Waren auch nur dezent viele Gegner. Vor allem seitdem wir auch noch Guppy sind, ist das einfach so fucking easy. War ja vorher schon relativ leicht. Wir hatten ja vorher schon gute Items, ne? Na super. Ja, was soll das? Ich verstehe es noch nicht so ganz, aber gut. Leuchtet vielleicht gleich noch ein. Also ich muss sagen, Spaß machen tut das jetzt hier nicht unbedingt. Also es ist lustig, weil du nochmal alle Items neu sammeln kannst. Also nochmal weitere Items, ne? Aber an sich ist das doch nicht lustig. Ist doch eher voll die Zeitverschwendung, oder? Ich meine, wenn es nichts bringt... Das ist ja viel zu fucking easy, ne? Ja, guckt euch das an, wir haben ja einfach das Doppelte an Items für dieselben Ebenen, ne? Das war's! Das war's, meine Freunde! Gut, cool, Leute, hat also nichts gebracht. Ich habe keine Ahnung, was dieser Victory Lab bringt. Ja, wir haben auf jeden Fall Sheol und Darkfloor fertig. Müssen jetzt noch Boss Rush machen. Wir müssen noch Megasatter machen. Wir müssen noch Hush machen. Wir müssen noch den Greed Mode machen. Ja, wir haben noch einige Sachen zu tun. Ich würde sagen, das war's für heute. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich krank bin. Aber das wird die nächsten Tage auf jeden Fall besser werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.